wieder ausverkauft. Ein paar stehen noch draußen. Einen großen Andrang gegeben, wie an jedem Tag. Es sind am Ende sicherlich wieder 13.000, 14.000, die hier sind. Und die Japaner, sie hoffen auf ihre Läufer. Vier sind am Start und die Amerikaner, die hoffen auf die erste olympische Medaille für Dan Jensen. Das ist die Geschichte des heutigen 500-Meter-Laufs. Wird Dan Jensen endlich seine so unheilvolle Geschichte mit einem Happy End abschließen. Eine Geschichte, die nicht besser sein könnte für einen Stoff, den man in Hollywood schreibt. Dan Jensen bei seinen vierten Olympischen Spielen, nie hat er auch nur eine Medaille gewonnen. Immer gehört er zu den Favoriten. Immer hat er Weltrekorde aufgestellt. Er wird hier im zweiten Lauf an den Start. Das sind die beiden Teilnehmer für das erste Rennen. Insgesamt 20 Rennen, zwei Athleten, das heißt also 40 Teilnehmer. Nach der Hälfte, nach 10, wird das Eis gemacht. Sylvain Bouchard aus Kanada, der 23-Jährige aus Leadville, 36,73 verbessert in diesem Jahr in Calgary. Und rechts Hongbo Liu aus China, 20 Jahre erst, ein Student, 36,62. Die beiden werden vielleicht mit ihren Zeiten erste Hinweise geben auf die Qualität des Eises, von dem man aber annehmen darf, dass es genauso optimal ist und vorbereitet ist wie gestern. Gestern lief ja Johan Olav Koss hier den eigentlich doch von Experten erwarteten Weltrekord. Die erste Zwischenzeit 9,90 Sekunden. Also etwa 6, 7 Grad das Eis. Die Raumtemperatur wird gehalten bei 13 Grad. Das ist die große Schwierigkeit für die Eismeister hier bei diesen Zuschauermassen, das Eis kalt genug und schnell genug zu halten. Der Chinese führt im Augenblick. Der Kanadier Sylvain Bouchard jetzt innen. Wir werden die ersten Zeiten erleben. 36,54 Sekunden, na bitte. Er hat seine Bestleistung verbessert. Und Sylvain Bouchard ist ein bisschen dahinter geblieben, aber die Leistung des Chinesen, der sich hier freut, zeigt, das Eis ist bestens präpariert. Alles ist wie gemalt für den Mann, der jetzt auf die Innenbahn treten wird, nämlich Dan Jensen. Apropos Innenbahn, er bekam diese Bahn gestern zugelost. Die spielt doch eine gehörige Rolle hier, denn die Läufer erreichen, da ist der Amerikaner, erreichen in der zweiten Kurve, in der letzten, ihre größte Geschwindigkeit. Und gerade ein so kräftiger Athlet wie Dan Jensen hat dann die Schwierigkeit, diese Schnelligkeit womöglich zu halten. Er trifft hier auf den Kanadier Sean Island, junger Mann, relativ groß gewachsen, 1,88. Aber der Beifall, der gilt Dan Jensen, denn das ist sicher. Die Zuschauer hier, die norwegischen und die holländischen Eisschneller-Fans, sie halten ihm den Daumen. Es soll sein Tag, sein Rennen sein. Endlich die erste olympische Medaille. Und mit weniger als Gold wird er sich nicht zufrieden geben. Ja, jetzt werden sie sich wieder fragen, die Experten. Wird er Probleme mit den Nerven bekommen? Wie 92 in Albertville, als er nur Vierter wurde. 88, das Drama, als seine Schwester im Sterben lag. Einen Tag vorher bekam er die Nachricht, 4 Stunden vor seinem Start verstarb sie an Leukämie. Jedes Mal hat er vorher den Weltrekord verbessert. 35,76 in diesem Jahr. Start beglückt. Jetzt muss er die Speed machen, um dann in der Gleitphase die Geschwindigkeit zu halten. Auf diesem schnellen Eis warten wir auf die erste Zwischenzeit. 9,75 bei seinem Weltrekord. Ein wenig langsamer. 9,82. Aber immer noch schnell genug. Er ist in dieser Saison stärker geworden. Auf den letzten Metern. Jetzt kommt es darauf an, wird er Geschwindigkeit halten können bis auf die Zielgerade. Sean Islands, der Kanadier, hat keine Chance. Dan Jensen kommt auf die Zielgerade. Jetzt haut er nochmal alles raus, was er an Kraft hat. Achten wir auf die Zeit. 36,68 Sekunden. Es ist nur die zweitschnellste. Der Chinese war vor ihm und der Fehler lag in der Kurve. Und wieder mal werden sich die Experten sagen,
hat er es nicht fertiggebracht, auf die Stunde, auf den Punkt seine Leistungsfähigkeit. Ja, da sehen Sie es. Er fasst aufs Eis. Es ist unglaublich. Er ist hier im Training 35,9 gelaufen. Er ist als einziger Mensch viermal unter 36 Sekunden geblieben. Und er packt es wieder nicht. Er schafft es wieder nicht, seine Leistungsfähigkeit auf den Punkt zu konzentrieren. Sie haben Psychologen engagiert. Der Trainer hat gesagt, er ist so stark wie nie. Eric Heiden hat gestern gesagt, er hat so viel Spaß am Eislaufen, aber was nutzt das alles? Er hat wieder mal, sagen wir es mal ganz salopp, verzockt. Jetzt wird eine Welle der Begeisterung durch den Saal gehen, denn Roger Ström steht da, der Norweger, der sich in dieser Saison sensationell auf 36,15 verbesserte, den Landesrekord. Der Koreaner wird sein Gegner sein, Jonman Kim, 36,27. Ein Mann, der vielleicht hier in die Medaillenentscheidung eingreifen kann, aber Roger Ström ist derjenige, auf den die Norweger hoffen. Gehört zu den ersten 10 der Weltrangliste in diesem Jahr. Ein bisschen hat die Form gewackelt in den letzten Wochen und Monaten. Aber vielleicht gelingt ihm das, was gestern hier dem Norweger Sturelid gelang, dass er nämlich völlig unerwartet auf einen Medaillenplatz lief. Tja, alles noch ein wenig geschockt von Dane Jensen. Der Start ist geglückt. Roger Ström also. Fing in Berlin gut an, in Hamar 9,85, sehr, sehr schnelle Zwischenzeit über die ersten 100 Meter. Und jetzt hören Sie mal, liebe Zuschauer, was hier los ist. Gestern wurden Sturelid und Johann Olaf Koss getragen, wie sie anschließend sagten, auf der Pressekonferenz von der Begeisterung ihrer Landsleute. Eischnelllaufen ist Vollsport und auch er kann die Geschwindigkeit nicht halten. So gewinnt also Jonman Kim aus Korea. 37,10, viertschnellste Zeit bislang. Und ja, das ist natürlich die Tücke, die das schnelle Eis den Läufern bietet. Wenn sie es nicht halten können, die Geschwindigkeit, wenn sie sie nicht in die Kurve bringen können, dann sehen Sie auch, er muss aufs Eis fassen und stürzt. Also, jetzt haben wir das, was viele Experten für gar nicht so unwahrscheinlich gehalten haben, dass es nämlich auch hier wieder Überraschungen geben wird. Und so ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist ein wenig Stille hier im weiten Rund eingekehrt. Die Zuschauer, sie sind nicht nur geschockt von der Tatsache, dass Dane Jensen seine Leistungsfähigkeit nicht hat aufs Eis bringen können, sondern natürlich auch von ihrem Roger Ström. Der erste Japaner wird mit ein wenig, nun sagen wir mal, Selbstbewusstsein zur Kenntnis genommen haben, dass Dane Jensen nicht die erwartete Leistung gebracht hat. Manabu Hori, 36,09, Vierter der Weltrangliste. Patrick Kelly, der Kanadier, wird sicherlich keine Chance haben. Die Japaner mit 4 Weltklasse-Sprechern. Sie haben insgesamt 7 bis 8. Sie können sich erlauben, wie geschehen, die eine Hälfte zum Weltcup nach West Allis zu schicken. Die zweite zu den Weltmeisterschaften nach Calgary. Dieser hier lief in West Allis 36,09. 9,80. Sehr, sehr schnelle Startzeit. Und jetzt wollen wir mal sehen, die Japaner. Jetzt muss er nämlich auf der Innenbahn die Geschwindigkeit bis in die Zielgerade retten. Und das ist ein wenig schwieriger als außen. Auch er tritt hier auf eins der kleinen Klötze, die da liegen, kommt weit raus. Aber die Japaner haben nicht annähernd die Schwierigkeiten, die die großgewachsenen, kräftigen Sprintertypen haben. 36,53, er geht in Flug. Hervorragende Zeit, wenngleich nicht ganz zufrieden. Das ist also die Reihenfolge zunächst. Manabu Hori aus Japan, schön eingefangen hier von einer Kamera, die auf der Zielgeraden mitfährt, um die Läufer aus allernächster Nähe einzufangen. Der Japaner also vorne, gibt nicht wenige, die hier glauben, dass von den 4, die hier am Start sind, 2 bis vielleicht sogar 3 auf den Medaillenplätzen sich am Ende wiederfinden werden.
Das ist vielleicht der größte Favorit. Zweiter der Weltrangliste, zweitschnellste Zeit hinter Dan Jensen. Junichi Inoue aus Japan, Igor Chelyzovsky, ein alter Bekannter, den viele schon abgeschrieben haben, der aber sich zurückgemeldet hat in die Weltklasse 36-49. Das ist kein Pappenstiel. 30 Jahre aus Minsk, ist in der Doppelfunktion. Hier ist nämlich auch der Präsident des Eisschnelllaufverbandes, Trainer, Betreuer, alles in einem, wie es ebenso ist in den ehemaligen GUS-Ländern. Aber rechts, das ist eigentlich jetzt der Top-Favorit nach dem Patzer von Dan Jensen. Junichi Inoue. Auch er gezuckt eben, aber kein Fehlstart. Sehr, sehr schnell auf den ersten Metern. Bei seinen 36,05, die er übrigens gegen Dan Jensen lief. 9,90, nein, noch nicht mal schnellste Zwischenzeit. Bei diesen 36,05, da geriet er ins Stolpern, rettete sich aber. Und viele haben damals gesagt, wenn er nicht gestolpert wäre, hätte er womöglich den Weltrekord verbessert. Igor Chelyzovsky, der sich hier wacker hält, dessen Stärken sicherlich eher auf der 1000-Meter-Strecke liegen. Und jetzt kommen sie auf die Zielgeraden. Der Japaner, er macht nicht den starken Eindruck, den viele geglaubt haben. 36,63, nein, nur dritter Platz. Damit also die Reihenfolge. Der Japaner Hori vorne, dann der Chinese Liu und drittschnellster bisher Junichi Inoue. Und das ist auch eine weitere der negativen Überraschungen, kann man schon sagen, nach der Hälfte dieser ersten 10 Paare. Damit ist also klar, auch beim vierten Anlauf wird Dan Jensen nicht mal eine Medaille mit nach Hause nehmen über die 500 Meter. Und natürlich kann er sich jetzt noch freuen oder konzentrieren, seine ganze Wut in die 1000 Meter setzen. Jetzt kommt wieder einer von den kräftigen, schnellen Männern. Yasunori Miyabe aus Japan, der ältere Bruder von Yukinori. Rechts Sergei Klevchenya, Geheimfavorit, 36,27. Die Entdeckung der Saison hat über 1000 Meter, und das ist vielleicht eher seine Stärke, den Weltrekord nur um eine Hundertstel Sekunde verpasst. Es ist wie in der Leichtathletik, jeder hat das Recht auf einen Fehlstart, bekommt es angezeigt, bei 2 Fehlstarts ist das Rennen beendet, dann muss der andere alleine laufen, das ist auch kein Vorteil. Yasunori Miyabe links, Sergei Klevchenya, der wieder gezuckt hat, rechts. Jetzt sind wir gespannt. Klevchenya war hier in Hama, Zweiter, Vierter und Fünfter beim Weltcup, 9,87. Sehr, sehr schnelle Zwischenzeit. Hat jetzt den Vorteil, auf die Außenbahn wechseln zu können. Der Japaner, erfahren aus Tokio, 27 Jahre, wird keine Probleme mit der Kurve halten. Ja, jetzt kommen sie auf die Zielgerade. Seite an Seite, Schulter an Schulter, aber der Mann aus Russland ist der Schnellere. Sergei Klevchenya, 36,39 Sekunden, olympischer Rekord und die Führung. Und das kommt nicht so unerwartet. Eher schon die Tatsache, dass die Japaner sich hier doch nicht so durchsetzen können, wie von vielen erwartet. Jetzt haben sie schon den Vorteil, dass Dan Jensen gepatzt hat. Und naja, einer ist noch unter den ersten dreien. Sergei Klevchenya, also der Mann aus Russland, übernimmt die Führung. 23 Jahre erst alt, war in Albertville 21. bei den Olympischen Spielen. Aber in diesem Jahr, da war er der Mann bisher hinter den Japanern und Dan Jensen. Und jetzt hat er sie alle überflügelt. Gerard von Velde aus Niederlande, 1,92 groß. Das ist ein Gardemaß unter den Eissprintern. Rechts Andrei Bakvalov aus Russland. Gerard von Velde, der mit einer Bestzeit von 37,04 zu Buche steht, der hier im Training aber 37,0. Sie merken schon, der
Starter wartet doch relativ lange. Die Kommandos go to the start, dann ready und dann sollte der Schuss eigentlich relativ zügig erfolgen. Wie auch immer. Gerard van Velde, der beste holländische Sprinter, war Shootingstar in Albertville 92, hat aber diese Aufwärtsentwicklung nicht so fortsetzen können, wie es viele erwartet und in Holland natürlich erhofft haben. Andrei Bakvalov recht, 30 Jahre schon aus Moskau, einer der wenigen, der sich hat leisten können, sein Hobby, seinen Sport weiterzuführen. 9,93, das sind natürlich nicht die Werte, die die schnellen Japaner hier auf den ersten 100 Metern hinlegen. Und Sergei Klevchenia. Gerhard van Velde, jetzt kommt die Kurve, immer kritisch. Er ist hier beim Weltcup in Hamar nämlich gestürzt und kommt auch wieder weit raus auf die andere Bahn. Aber um die Regel kurz zu erklären, 37,24, also 11. Platz, um die Regel kurz zu erklären, wenn jemand die Bahn verlässt, ist es nicht unbedingt eine Disqualifikation, dann nämlich nicht, wenn er seinen Gegner und Konkurrenten nicht behindert. Reihenfolge also im Augenblick, Klevchenia aus Russland, Tori Japan, Liu China, das die drei, die hier auf den Medaillenplätzen im Augenblick stehen. Mikhail Vostroknukov aus Russland gegen Hiroyasu Shimizu aus Japan. Wird er vielleicht schaffen, was ja viele vermutet haben, dass mindestens zwei Japaner unter den ersten dreien sind. War Vierter bei den Sprintweltmeisterschaften vor 14 Tagen in Calgary. Drittbester der Welt, 36,08 und ganz, ganz jung noch, 19 Jahre aus Hokkaido. Und er hat Dan Jansen in dieser Saison schon einmal geschlagen. Miguel Vostroknukov, 31 Jahre, liegen also locker mal 12 Jahre zwischen den beiden. 9,77, das war die Zwischenzeit bei 100 für Shimizu, den Japaner, nicht viel schlechter diesmal. 9,77 die Zeit bei seinen 36,08. Das könnte also einer sein, der hier mit in die Medaillenentscheidung eingreift. Wir halten immer die Luft an, wenn es da in die Kurve geht. Und der großgewachsene Russe hatte auch einige Schwierigkeiten, nicht zu der Japaner. 36,60, vierter Platz. Knapp vorbei an den Medaillen und er mag es gar nicht glauben. Also die hat man stärker eingeschätzt hier. Die drei, da kann es gar keinen Zweifel geben. Noch einmal eine Studie des Mannes aus Hokkaido, der weit die Arme über den Körper schwingt, mit letzter Kraft durchs Ziel geht und jetzt erkennt, dass er nicht so schnell ist, wie er sich vielleicht erhofft hat. Auch einer, den man noch mit einbeziehen muss, wenn es um die Medaillen geht. Der Jubel gilt dem Norweger Runden Jüss, der aber hier froh sein wird, wenn er unter die ersten 15 kommt. Der Mann rechts aus Russland, Alexander Golubjew, auch noch ein junger Mann, 21 Jahre, 5 schnellste Zeit in diesem Jahr in der Welt, 36,14. Aber bei den Olympischen Spielen in Albertville bereits 7. ist der beste Starter über 100 Meter, hat schon Werte von 9,6, 9,7 erreicht. 9,58, das ist die schnellste 100 Meter, die meines Wissens nach überhaupt erst gemessen wurden. Aber wird er es halten können? Das ist die Frage. War hier in Hamar sehr, sehr stark, lief hier seine Bestleistung. Aber dann hat er sich ein bisschen hängen lassen. Der Mann aus Norwegen mit Schwierigkeiten in der Kurve. Und jetzt müsste Golubjew noch mal einen drauflegen. 36,33. Ja, es ist die Führung. Es ist ein neuer olympischer Rekord. Und auch das kommt so überraschend nicht. Und jetzt haben wir die Situation, dass die beiden Russen in Führung sind. Alexander Golubjew, Klevchenia und dann erst der Dritte,
der Japaner. Und jetzt, liebe Zuschauer, kann man einmal einen Gedanken daran verschwenden, wie schwer es die Leute aus Russland haben, aus den ehemaligen GOS-Staaten überhaupt ihren Leistungssport aufrechtzuerhalten. Es gelingt nur einer Handvoll Athleten. Von 50.000 Eisschnellläufern sind insgesamt nur 3.000 übrig geblieben. Die Verbände versuchen ein bisschen miteinander zu arbeiten, aber konzentrieren wir uns auf den deutschen Meister Lars Funke, der hier im letzten Paar startet vor der Eisbereitung und auf David Cruikshank aus den USA trifft. Etwa so eine Preisklasse, der Amerikaner vielleicht ein bisschen schneller, der deutsche Meister 37,08 Sekunden als Bestleistung für den Ehrfurter. Sehr, sehr stark in Calgary über 1000 Meter. Fehlstart des Amerikaners. Also da scheint die ganze amerikanische Mannschaft ein bisschen Probleme mit ihren Nerven zu haben. Wenn Lars Funke so eine Zeit von etwa, na einfach nur unter 37 läuft, dann darf er zufrieden sein. Er hat noch eine Möglichkeit, über 1000 Meter. Er müsste unter die ersten 20 kommen, damit die deutsche Mannschaft die Startplätze zurückerhält, die sie bei der letzten Weltmeisterschaft verloren hat. Drücken wir ihm die Daumen. Er ist derjenige, auf dem die Bürde lastet. Alle fragen, was kommt nach Keller, nach Mai? 10,14 für den Deutschen, das kann er besser, 10,08 ist er schon gemessen worden. Aber sagen wir es ganz ehrlich, auch die ganz Großen sind nicht an einem Tag von heute auf morgen aus der Versenkung gekommen und Weltklasse geworden. Nicht in einer Sportfest, in einer Sportart wie Eisschnelllauf, wo der Trainingsaspekt und viel, viel Arbeit investiert werden muss und der Trainingsaspekt eine solch große Rolle spielt. David Cruikshank gewinnt also in 37,37 und mit 37,80, nein, darf Lars Funke nicht zufrieden sein. Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn er hier im letzten Paar ist, bevor das Eis erneuert wird und dann nochmal einen Hauch schneller wird. Wir werden noch zwei Deutsche sehen dann in den 10 Paaren, die anschließend kommen nach einer Eispause. Da sehen wir also den Stand auf den Medaillenrängen und daran wird sich nach aller Erfahrung nicht mehr allzu viel ändern. Die beiden Russen sind vorne, Golubjew und Klevchenia, die beiden, hinter denen doch ein wenig Fragezeichen standen, die aber immerhin zu den Geheimfavoriten gehörten. Dann erst der erste Japaner, Hori, der Chinese, die beiden anderen Japaner. Und Dan Jensen, ein 8. Platz. Es ist die Fortsetzung des Dramas. Und ich denke nicht, dass er über 1000 Meter noch einmal die Nerven und die Kraft hat, das Blatt zu wenden und vielleicht doch noch die lang erwartete Medaille zu holen. Ich glaube es nicht. Ja, wir werden uns noch einmal melden von der zweiten Sektion, von den zweiten 10. Was war's fürs Erste? Gehen wir erstmal wieder zurück zu Magdalena Müller. Lars Funke, ja, Platz 19 mit 37,80. Es ist eben so, die deutsche Sprintherrlichkeit ist fürs Erste dahin.